Ja, heute sind wir mal, oh ja, heute sind wir mal volles Mett auf so richtig dicke Monster aus. Und heute geht's voll um den Barsch. Bäm, da haben wir doch mal wieder so einen schönen, dicken, feisten Barsch. Oh Mann, ey. Ihr Lieben, wenn gar nichts geht, wie auch schon im letzten Video, sowas wie ein Oller Barsch geht halt immer ganz gut. So ein Oller Barsch geht ganz gut. Und ich hatte gerade hier im Ingame-Chat, da gab es auch schon eine dicke, fette Trophy, ob gewollt oder nicht, mit, ich glaube, 2,2 Kilo. Richtig fettes Gerät. Barsch ist halt ein greedy Fisch. Und er beißt gerne auf viele verschiedene Köder. Aber man kann ihn eben auch recht gezielt angeln. Und das geht eben ganz gut. Auch hier zum Beispiel am Kristallsee. Wir sind hier ganz in der letzten Ecke des Kristallsees. Das ist so ein bisschen die Hechtecke. Und von daher bin ich hier auch recht massiv unterwegs. Ich bin hier mit 27,7er Fluorokarbonen unterwegs. Also einem dicken, fetten Fluorokarbon-Vorfach. Wenn ihr eine Route habt, die nicht so viel Tragfähigkeit habt, gar kein Problem. Kloppt euch trotzdem das 27er Vorfach dran. Stellt halt entsprechend die Bremse runter, dass euch nicht zufällig irgendwie was kaputt reißt oder sowas. Und dann fleißig hier mit dem dicken Vorfach volles Mett hier reinwerfen. Denn es kann auch durchaus passieren, dass mal so ein Hecht hier mit reinsteigt. Und wenn ihr da mit zu dünnem Vorfach agiert, dann, ja, dann ist halt mies. Dann kann euch der Hecht schon mal hier das Ganze durchbeißen. Ja, die kommen natürlich auch immer wieder mit vor. Und so einen ollen Durchbiss wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht die Köder verlieren. Wir wollen hier schön auf entspannt und mit Spaß einfach ein paar Fische rausziehen. Und zack. Und ich kann euch sagen, ja, das klappt und das lübt. Ich habe jetzt hier verschiedene Methoden auch schon ausprobiert. Ich habe erst hier rumgeblinkert mit verschiedensten Blinkern. Ich habe mir gedacht, komm, am ehesten, wenn man hier in dem Levelbereich ist vom Kuori, dann kommt man auf jeden Fall erstmal mit einem Blinker hier an. Dann ist man allerdings auch beim Spinning nach dem Blinkern. Spinning-Blinkern kommt man natürlich auch direkt zum Jiggen. Das heißt, die ganz normale Jig-Montage, die verwende ich jetzt gerade. Und man kann natürlich dann auch noch weitere Jig-Montagen verwenden. Sowas wie Texas Rig zum Beispiel. Auch das kann man durchaus probieren. Wobei ich jetzt hier einfach eben eine ganz simple Montage habe. Einen relativ großen Haken, einen dicken, fetten Viererhaken mal wieder. Dann einen, ja, einigermaßen kleinen Maggot hier in Schwarz. Wie gesagt, hier ein dickes, fettes Vorfach. Wenn ihr ein bisschen risikoreicher unterwegs sein wollt, dann schnappt ihr euch einfach ein dünneres Vorfach. Für einen Barsch würde ja theoretisch sowas wie einen 4-5 Kilo Vorfach genügen. Also ganz problemlos. Ihr könnt wahrscheinlich auch mit einem 1-2 Kilo Vorfach hier rumhantieren. Oder vielleicht sogar sowas wie eine 4 Kilo Fluoro-Komplettschnur. Habe ich auch noch mit im Lager. Könnte man auch machen. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon ein paar. Ja, das war jetzt hier die Umstellung aufs Jiggen. Man sieht, da geht einiges. Vorher war das hier mit den Blinkern. Da waren einige Seeforellen dabei. Da waren natürlich einige Hechte auch mit da drin. Ich glaube, der größte Hecht zuletzt lag hier im Bereich von 3, knapp 4 Kilo. Also keine regelrechten Monster hier, sondern beim Spinning und jetzt hier auch beim Jiggen eigentlich eher so die etwas kleineren um 1 Kilo und die Barsche. Ja, die dicken Dinger. Und ja, die könnten natürlich noch ein bisschen größer werden, ne? Also diese ganz kleinen sind da ein bisschen mau. Ich probiere nochmal hier. Das hatte ich gerade probiert. So, einfach nur nochmal ganz entspanntes Einkurbeln. Ganz locker und ganz langsam.
Automatisches Einkurbeln sollte, glaube ich, mittlerweile jeder wissen, wie man das einstellt am PC. Wenn nicht, ich kann es gerade noch mal eben kurz zeigen. Das heißt, ihr geht in die Einstellung, in die Steuerung, belegt euch auf dem Nummernblock die Taste. Ich habe es jetzt hier zum Beispiel die 0 gemacht und die Komma-Taste. Und dann fürs automatische Einkurbeln, oder man kann jetzt halt mit der 0 kurbeln oder mit der Komma-Taste, das ist jetzt die rechte Maustaste, anheben. So, das heißt, wenn ich jetzt hier kurbel und zusätzlich ja beim schnellen Einkurbeln Shift drücke, dreht er schnell ein, dann lasse ich die 0 los, lasse dann Shift los und dann kurbelt er von alleine. Ganz wichtig, dass euch nichts kaputt geht und so, auch da natürlich wieder auf die Bremse achten. Und wenn ihr es loswerden wollt, das automatische Einkurbeln, zack, die 0 nochmal drücken und dann hört es auf. Gerade fürs Angeln am Belaya absolut entspannt. Es erspart mir seit Monaten viele Schmerzen im Zeigefinger. Gerade nach langen Drills oder sowas merkt man das ja dann doch, dass der Finger irgendwann so in den Gelenken schmerzt. Also das erste Jahr in RF4, das war schon heftig. Aber ja, also so zwischendurch fürs Entspannen der Finger macht das schon Sinn. Aufpassen, wenn ihr dann zwischen zwei, drei Routen wechselt, mal eben von der automatisch eingekurbelten 1 vielleicht auf die 2, da ist auch gerade ein Biss. Ihr habt sofort das Kurbeln drin. Das heißt, auch da können schon mal irgendwelche Abrisse passieren oder sowas. Und auswerfen, erneutes Auswerfen geht natürlich auch nicht, weil er hält die ganze Zeit quasi links gedrückt. Er lässt halt links nicht los, damit man dann auswirft. So, kommen wir nochmal zurück hier zum Jiggen. Beste Führungsmethode ist natürlich auch hier die Jig-Führung. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, auch an der alten Festung, durchaus eine Möglichkeit. An der alten Festung, unterhalb von der Festung, und zwar ist unterhalb entlang der Festung, also wenn ihr da unten über die Brücke geht, ganz viel Schilf. Dieser ganze Bereich unten, das ist alles verschilft und verschlonzt. Auch da einfach mal hier mit der Jig-Methode probieren. Eigentlich ähnlich zusammengebaut. Auch hier mit dem Maggot, auch da sollte das gut funktionieren mit den Barschen. Lohnt sich natürlich am meisten, wenn gerade so ein Barschauftrag im Café ist. Da sind gerne mal so Barschaufträge drin, 5 Stück für, also ich sag mal 5 Stück mit 300 Gramm oder mit 600 Gramm, und die bekommt man auch ganz gut. So, ich hatte am letzten Abend, da ging es eigentlich ganz gut hier. Jetzt merke ich gerade, ist hier über die Mittagszeit war so ein bisschen ruhig und auch ein paar kleinere eher. Zack, aber da geht auch gerade schon wieder was rein. Sehr gut. Und es ist tatsächlich nochmal ein Hecht. Aber auch das, wie gesagt, kein Problem. Sehr gerne sogar auch die Hechte mitgenommen. Da die Hechte ja auch ganz gut Kohle bringen. Ganz wichtig hier auch für die Anfänger. Hier kann man halt sehr, sehr schön auch das Jiggen üben. Achtet einfach auf den Köder, auf die Schnur, wie sie rauf und runter geht, wie der Köder rauf und runter geht. Und das macht halt hier diese Jig-Führung. Das heißt, eine halbe Umdrehung hier mit der Spule oder eine Umdrehung vielleicht für den Anfang mit der Spule. Warten, eine Umdrehung mit der Spule, wieder warten. Der Köder hüpft hoch, er sinkt runter und das triggert dann quasi den Fisch. Das Schöne hier am Koori, am ehemaligen Kristallsee, vom Namen her, man sieht halt schön ins Wasser rein. Man sieht, wie hier die Fische angeschossen kommen. Das heißt, auch hier, zack, da war gerade wieder einer. Jawohl. Auch hier kriegt man so ein bisschen ein Gefühl damit, wie schnell ziehe ich denn jetzt den Köder, wenn ich ihn hier durchs Wasser durchziehe und ich bin hier kurz vorm Ufer, wie schnell ziehe ich denn eigentlich raus? Ziehe ich komplett durch, zack, 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 jig, 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 ja, hier auf dem letzten Meter ziehe ich ihn einfach jetzt raus. Manchmal macht es einfach Sinn, und das sieht man vielleicht gleich sogar noch, wenn so ein Nachläufer kommt, man sieht ihn von hinten dann hier gerade anschießen, dass man den halt so ein bisschen länger noch im Wasser hält. Vielleicht nochmal so im Kopf so 3 Sekunden zählen und dann, ah, dann kann er auch raus.
Also es sind oftmals echt nur noch Sekunden, wo dann wirklich auf einmal so ein Nachläufer dann angeschossen kommt. Und dann kurbelt man hier quasi die ganze Zeit, zieht ihn hier schön Stück für Stück. Und dann auf den letzten Metern, da kommt einer an. Auf dem letzten Meter, jetzt, ne, unmaßiger Kleiner, den können wir auch reinschmeißen wieder. Aber so passiert das dann eben auch mit maßigen oder mit größeren Fischen. Das heißt, man kurbelt hier entspannt und würde sich quasi den Biss versauen oder den Fisch nicht bekommen, wenn man dann hier auf den letzten Metern dieses kontinuierliche Kurbeln, diese Disziplin quasi hier, gerade das Jiggen, das ist ja auch, hat ja auch ein bisschen mit Disziplin zu tun, immer im gleichen Rhythmus. Deswegen haben wir ja bei mir im Stream auch gerne diese zack, die elektrische Musik dran. Da kann man dann super zu jiggen. So, da haben wir sogar mal einen schönen Hecht. Der hat sogar ein bisschen Gewicht. 4 Kilo, 5 Kilo vielleicht sogar. Ja, 5, ne? 6 sogar. Schönes Ding. Einfach nur auf einen kleinen Maggot. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Das sind ordentlich Bonussilber hier. Und der wäre jetzt bei einem Vorfach von 4, 5, 6 Kilo, hätte der mit Sicherheit durchgerissen. Da hätte er euch lang gezogen. Und dann irgendwann das Vorfach durchgebissen. Wer eure Hauptschnur auf 5, 6 Kilo, weil ihr einfach keine dickere und größere Rute habt, aber das Vorfach trotzdem hier auf 27, hätte er euch zwar hier durch einen halben Kanal gezogen, quer über den See, also immer dann schön hier rechts in die Ecke rüber drillen, aber er hätte die Schnur nicht durchgebissen. Ihr hättet ihn dann irgendwann müde gekriegt, wahrscheinlich, ja, ich sag mal, 6 Kilo Tragfähigkeit, 6 Kilo Hecht, ja, 10 Minuten bis 20 Minuten wäre der Drill wahrscheinlich gegangen. Aber irgendwann hätte man ihn doch noch bekommen. So, ziehen wir mal hier noch ein bisschen durch. Schön langsam hier, wie gesagt, ein nach dem anderen. Ja, und dann das Gleiche, auch eben durchaus möglich. Zack, geht nochmal hier schön einer rein. Der hat sogar noch schön Gewicht. Jawohl, 900. Ich glaube, ich hatte gerade einen Barsch, ist er noch mit hier drin? Ja, dieser räudige. 1,597. 1,59 oder 1,6 wäre Trophy gewesen. Also 3 Gramm unter Trophy-Gewicht. Knappes Ding. Ganz knappes Ding. Naja, gucken wir mal. Also ich habe jetzt die Nacht habe ich auch durchprobiert. Auch das funktioniert. Also in der Nacht ist es okay. Man kann, glaube ich, hier in der Nacht auch, wenn man Lust hat, auf Grund angeln. Man könnte natürlich auch auf Quappe gehen oder sowas. Auch das, oder man geht einfach hier mit 2 Routen auf Grund. Ob man jetzt hier nebenbei noch 2 Routen auf Eintagsfliege oder so hat, das kann man natürlich auch gut machen. Aber ich bin eigentlich beim Jiggen und sowas, bin ich eigentlich immer bemüht, eigentlich so ein bisschen ungestört, das hier schön entspannt dann auch durchzuziehen. Und gerade wenn jetzt hier zum Beispiel nebenbei noch 2 Routen anfangen zu bimmeln, dann wird man irgendwie hektisch und dann zieht man halt die Bahn nicht mehr richtig durch. Und ich finde, man verliert eigentlich dann im Spinning so ein bisschen die Konzentration. Oder man muss es halt dann wirklich knallhart durchziehen und sagen, alles klar, ich ziehe erst entspannt die Bahn einmal durch, ich jig erst einmal durch. Und wenn ich wirklich entspannt durchgezogen habe, so lange wird halt gebimmelt und dann geht es erst an die Grundrouten. Ich meine, die Fische bimmeln ja auch recht lang an den Grundrouten, so schnell muss man da ja auch eigentlich nicht dran. So, ziehen wir hier, wie gesagt, auch nochmal schön durch, auch hier zack. Auch wieder, das ist gar nicht mehr so weit weg hier vom Ufer, ne? Das sind wirklich so die letzten paar Meter. Da kommen dann halt häufig die Bisse. So, werfen wir nochmal in die Richtung. Gucken wir mal, ob da noch was geht. Schön absinken lassen. Kurbeln. Und dann bleibt es eben auch euch überlassen,
Vom Tempo, man kann auch mal runtergehen auf vielleicht sogar auf unter 15 vom Einholgeschwindigkeit, von der Einholgeschwindigkeit. Also sehr langsam jiggen. Wichtig ist beim Jiggen, man braucht immer einen geraden Untergrund. Also wenn ihr so auf der Map schaut und seht, ah, ich muss eben die Line durchjiggen, nicht schlampig werden. wenn ihr seht, am Untergrund, da sind halt so die verschiedenen tiefen Stellen, da so drüber zu jiggen ist immer ein bisschen blöd. Also wenn, dann immer in diesem Bereich durchjiggen, wo es eine Tiefe sozusagen hat, wo es nicht unterschiedliche Tiefen hat. Und dann funktioniert auch die Jig-Führung. Die hört halt auf, die Jig-Führung, wenn man irgendwie gegen Steine stößt, wenn der Köder zu lange irgendwie dann irgendwie absinkt oder irgendwie bei starker Strömung, wenn die Jig-Führung dann oder wenn der Köder nicht richtig auf den Grund wieder runterfällt, sondern durch die Strömung weitergezogen wird oder abgetrieben wird, dann ist das immer schwierig mit dem Jiggen. Ansonsten entspannt durchziehen. Und auch hier jetzt war die ganze Zeit kein Biss. Gucken wir mal, ob wir auf den letzten Metern hier noch was hinkriegen. Und ich bin hier die ganze Zeit tatsächlich auch mit der Tastatur dran, weil ich auch gar nicht so viel Bewegung haben will, ne? Jetzt kommt ja auch nichts mehr zustande, ne? Ne, dann ziehen wir ihn jetzt raus. Genau. Das heißt, ich jigge eigentlich jetzt hier nicht mit der Maus, wo ich dann auch so zwischendurch mal vielleicht so Bewegung habe, weil man hier so rumhockt und dann... Sondern ich habe einfach hier, ich lasse es einfach liegen, habe nur noch die Tastatur, die 0 und kann dann damit ganz entspannt einfach das Jiggen machen. Man bewegt die Route nicht weiter, man hält sich schön in Richtung Wasser, damit die Führung schön lang durchs Wasser geht und dann einfach ganz locker durchziehen. Immer so eine kleine Drehung oder auch mal einfach nur eine halbe Drehung machen und dann so ganz entspannt das Jiggen machen. Und wenn dann halt wirklich der Biss kommt, dann kann man halt immer noch wieder dann zur Maus greifen und den Fisch dann reinziehen. So, dann ziehen wir den hier nochmal eben raus. Da haben wir nochmal einen schönen Hecht hier. Sehr gut. Nochmal mit 3 Kilo. Auch natürlich für die Hechte. Auch da zählt es natürlich, wenn ihr das so ein bisschen forcieren wollt, dass ihr mit den Hechten ein bisschen Geld macht, guckt immer nach den Aufträgen, sucht einmal die ersten Gewässer ab, beziehungsweise es lohnt sich eigentlich erst ab der Festung Kristallsee, Volcho Kristallsee, nee, Kuori, also alte Festung, Kuori, Volcho, diese Gewässer am Anfang halt absuchen, dann nach den Hechtaufträgen. Und gerade diese 3 Kilo Hechtsaufträge, die einfach forcieren. Und je weiter ihr dann kommt mit dem Spinning, geht es dann eben auch ganz gut. Zack, geht es dann auch ganz gut weiter mit verschiedensten Ködermethoden. Dem Hecht dann irgendwie versuchen anzulocken, ob das Topwater ist, das geht ganz gut. Verschiedene Wobbler kann man probieren. Diese Gummimontage ist sogar, ja, ich sag mal recht selten. Da funktionieren in der Regel besser die Hardbaits, die harten Köder. Und dann natürlich final die dicken, fetten Jerks. Das geht dann natürlich auch richtig gut für die ganz großen Hechte. So, ich würde sagen, wir verkaufen noch den Kescher. Gucken wir mal rein, was das jetzt so gebracht hat. Hier das entspannte und immer wieder lustiger. Also ich finde es echt immer entspannt und witzig, wie dann die dicken Brocken halt reinrennen hier. Gerade wenn man das auch mit der Leitrute macht oder sowas. Oder ihr habt vielleicht, fangt überhaupt mit dem Spinning gerade an und habt hier vielleicht noch die Corona-Route, die man am Start automatisch hat. Da ist das halt richtig geil hier und da hat man auch übelst die Action mit diesen Fischen hier. Zack, da macht das halt richtig Bock. So, gehen wir eben verkaufen. So, und als erstes rennen wir natürlich zum Café und schauen uns das an und knapp. Die dicken, fetten, das werde ich gleich noch ein bisschen ausprobieren. Aber wahrscheinlich mit der Jerk-Montage. 7,5 Kilo dicke, fette Hechte sind schon sehr selten. Das ist schon echt selten. Aber hier die Barsche, 6x50 Gramm Barsch, also unmaßige Barsche.
das ist natürlich dann wiederum ein sehr dankbarer Auftrag, denn die bringen ja normalerweise nichts. Das heißt, hier nehmen wir jetzt die 6 Stück und verkaufen die immerhin schon für 13 Silber 60. Zack, dann sind wir die schon mal los. Ich habe hier gerade eben nochmal nach dem Gewicht sortiert, dass ich hier sofort die kleinsten als erstes verkaufe. Und weg damit. Genau, den Rest haben wir hier nicht. Und dann gehen wir hier hin. Also 13 Silber haben wir schon mal. Und sortieren hier nochmal nach Preis. Ja, einige Seeforellen sind auch schon dabei. Die habe ich vorhin noch getestet. Da waren ein paar Seefos. Kann ich auch noch mal kurz zeigen auf der Map. Da war ich mit den Seefos hier auf der Landzunge, war hier mit dem Blinker. Habe es hier ein bisschen probiert und in die Richtung. Viele Seeforellen. Die Frequenz war auch ganz gut. Aber ich habe dann gedacht, komm, gehst du hier hinten hin. Auch da waren ein, zwei Seefos, aber nicht die große Masse. Und jetzt haben wir hier in Gänze rund 200 Silber gemacht. Und wenn wir jetzt mal hier zurückdrehen bis zu den Hechten, dann sind wir hier noch bei 170 Silber. Das ist auch noch ganz okay. Wie gesagt, auch da waren noch ein paar Seefos dabei. Saiblinge, ein paar kleine waren mit dabei. Vor ein paar Tagen hatte ich hier auch noch die Seewarnforelle da hinten in der Ecke. Und dann sieht man hier noch den Unterschied von Blinker zu Jigmontage. Bei der Jigmontage dann drastisch der Wechsel wirklich zum Barsch. Und zwischendurch dann aber auch noch hier die Hechte dabei. So, verkaufen wir das Ganze. Ich bin ganz zufrieden damit. Dadurch, dass es eben auch durchaus eine Möglichkeit ist, für Anfängerangler hier ein bisschen zu angeln. Und für Fortgeschrittene ist es einfach ein bisschen entspannt, das Durchjiggen hier. Andere Möglichkeiten sind, glaube ich, bekannt für die Hochleveligen. Die Tunguska läuft. Die Tunguska läuft auch sehr gut. Hatten wir jetzt im letzten Stream auch wieder probiert. Einfach mit Schleppen. Sensationell. Mein erster Timen war jetzt dran mit über 40 Kilo. Also auch das kann man zur Zeit einer Tunguska wunderbar rausziehen. 8 Tuba mit dem Grundangeln funktioniert auch noch. Aber wie gesagt, im Low-Level-Bereich ist es halt im Moment wirklich schwierig, da jetzt so einen ganz ergiebigen Spot zu finden. Und ich denke, da ist jetzt hier der Kristallsee auch durchaus mit dem Schleppen immer noch eine ganz gute Möglichkeit, um hier ein bisschen Silber zu machen. Kristallsee, nope, Kuori. So, ringehauen, Petri und rausziehen die Brocken. Bis dahin, tschüss.